zurückgehen. Zu viel Regen, man muss alles trocknen. Da ist er. Ja. Hey, da was geht ab, Leute, Hunger? Ihr habt es gerade gesehen, ich habe in der Folge über die Bisa Sams angeschaut, weil ich in letzter Zeit mitbekommen habe, dass vielen Leuten noch Bisa Sam fehlt, beziehungsweise Bisa Floor. Und hier könnt ihr es sehen, die sind zurzeit im Massmann Park. Da war ich gestern zufällig, weil da ist eine gelbe Arena. Auf 10 ist die war gestern 8. Da habe ich vorbeigeschaut, habe die hochgelevelt. Eine Freundin, Zuschauerin von uns, schaut da an dich. Geht zur Schule da, Hochschule, geht dort zur Uni und dann haben wir noch, also habe ich die Arena gelevelt und dann haben wir kurz beim Massmann Park vorbeigeschaut und da sind halt die Bisasams. Dann sind wir noch ein bisschen rumgegangen und da habe ich noch einen Zuschauer getroffen, auch Shoutout an dich, und der hat halt gefragt, wo die Bisasams zurzeit sind. Und also die fetten Nester sieht man ja halt sofort, Sichler, Orion und sowas und im Norden Olympiapark, aber es gibt auch kleinere Nester, wo nur so 2 bis 4 in der Stunde kommen. Und das ist zum Beispiel der Massmannpark jetzt mit den Bisasams. Und es gab Ostpark, richtig fett. Es gab Lüdpöl Park, auch richtig fett. Olympia Park, oder ja, auch richtig fett. Und jetzt halt nur so ein kleiner, also für die, die es noch brauchen. Ich werde dort vorbeischauen heute, weil da noch eine neue Arena ist. Die interessiert mich. Hoffentlich ist die nicht 10, bis ich da ankomme, aber schauen wir mal, was heute geht. Pokémon, Pokémon, Pokémon! Ich will der Allerbeste sein, wie keiner von mir war. Ganz allein fang ich sie mir. Erstmal zur Uni. Das gibt's auch noch, aber jetzt fertig. Auf zu den Bisasams. Ich bin angekommen. Die Arena ist noch gelb. Ich meine, die Arena ist noch auf 9. Die werde ich jetzt pushen. Dahinter ist der Massmannpark. Da sind ein paar Bisasams. Die werden wir auch noch abchecken. Aber jetzt erstmal ein bisschen pushen. Vergesst nicht, bitte nicht angreifen. Jede Arena ist wertvoll. Wenn ihr es nicht sehen konntet, wegen dem ganzen Graffiti, aber da stand Massmannpark. Hab die Arena fertig gemacht, saftig 10. Das neue Update ist draußen und seitdem hatte ich keine Probleme mit der Arena. Alles super easy, super saftig. Kein Fehler, kein Abbruch, kein Neustart, nichts. Bin jetzt im Massmannpark, aber kein Bisasam angezeigt, also erinnert mich schon wieder an das letzte Mal, wo wir hier waren mit Tati. So, das war's, Leute. Wir hocken hier. Also, wir sind hier im Park schon seit einer halben Stunde. Länger, wir haben ja noch drumherum gefahren. Ja. Sagen wir 10 Minuten, also 40 Minuten. Es war nichts auf der Liste. Nichts Erwähnenswertes, nichts. Kein Vulkano, nichts. Der zweite Reinfall heute. Schauen wir mal, ob ihr die überhaupt zu sehen bekommt. Auf der Jagd nach Vulkanus, aber da kam nicht ein einziges. Gestern kamen relativ viele, 4, 5 Bisasams innerhalb von 10, 20 Minuten, aber schauen wir mal, was heute geht für euch. Der Park ist relativ überschaubar, hat ein paar coole Sachen. Auch ein paar Stops. Aber jetzt nichts Großartiges. Immer noch kein Bisasam angezeigt. Das erste Bisasam ist ein bisschen außerhalb des Parks. Bisasam ist immer sehr aggressiv.
Schauen wir mal, wie viele noch kommen. Bargisch ist auch auf dem Weg. Ich habe Bargisch gefunden, er ist wieder da. Ja, Mann, ich bin wirklich zurück, Leute. Könnt euch auf ein paar saftige Folgen freuen. Schauen wir mal. Es ist schon wieder komplett dunkel geworden. Ist echt krass, Mann, wie schnell es dunkel wird. Musst du wieder neu starten. Ich hatte Probleme damit. Hat ja schon lange kein Pokéball mehr geworfen. Alter! Okay, der will einen Hyperball. Ja, genau. Oha. Sehr aggressiv. Das war dreimal großartiger Wurf. Mit Beere. Schon wieder. Okay, jetzt habe ich's. Ich hab's auch. Erster Wurf. Ich bin nicht umsonst Nummer 1. 319 Bomben und noch kein Bisasam. Oh mein Gott, sehen. Kein Visa-Flam, meinst du? Ja, kein. Ich brauche hier einen Visa-Samen. Das muss ich wegschicken. Das war's. Wieder kein Visa-Samen angezeigt, also. Diese kleinen Nester-Spawn-Punkte. Echt nur, wenn ihr ein paar braucht. Oder wenn ihr irgendwo in der Nähe immer seid und dann das auf Sightings seht, aber so kann ich das nicht empfehlen. Für alle, die Ostpark verpasst haben, Luitpoldpark verpasst haben, Olympiapark verpasst haben. Habt ihr leider Pech gehabt. Bargisch ist da hinten irgendwo pissen. Das empfehle ich euch natürlich nicht, aber währenddessen ist noch ein Bisasam erschienen. Wie viel hat? 1,41. Bargisch ist noch auf der Suche nach einem guten Bisasam. WP reichen, IVs sind sogar egal. So Oha. Sehr suche ich's. So sehr suche ich's. Jetzt sind wir verzweifelt. Das nennt man Platz Nummer 5. Wer ist 4 jetzt ernsthaft? Alex. Welches Level ist er? Weiß ich nicht. Er ist nicht 32. Er ist Einzelgänger geworden, Mann. Ich sehe ihn Arenen machen alleine, Hofgarten war alleine. Man weiß nicht, was er hat, Mann. Ja, aber er ist nicht. Hast du's? Das war's vom Bisasam-Park. Es kam keins mehr, wir haben ein paar Runden gedreht. Ihr müsst selber euch ein Bild machen von dem Park, falls ihr welche braucht, falls ihr in der Nähe seid. Ab und zu kommen viele. Ich war letztens mit einer Zuschauerin da. Da kamen relativ viele, 10 Minuten waren wir da, 4, 5 kamen. Ich hab gehört, du wurdest heute gestalkt. Hä, gell, wer war das mit dem Foto? Hast du mein Spiel auch nicht entdeckt? Das warst doch, warst es du oder nicht? Nein, ich war zu Hause im Bett, Mann. Oh mein Gott, wer war das da? Oh mein Gott, Geheimnis. Nee, jetzt ernsthaft, sag mal. Wer weiß. Ich hatte echt kurz Schiss. Weil wenn du da wärst. Ja, aber wer war's? Alter Abonnent. Ja. Echt jetzt? Ja. Hey, wie hat er mich erkannt? Ich war endlich verdeckt. Ein guter Zuschauer halt. Von Yu-Gi-Oh! Oder Pokémon Channel? Pokémon. Hä? Ich war doch endlich inaktiv. Aber du hast mir schon ein bisschen Angst gemacht. Oh mein Gott. Auf jeden Fall, das war's. Warte ganz kurz noch. Auf jeden Fall, ihr könnt uns auch ansprechen und das ist echt gar kein Problem. Auch wenn die Trambahn voll ist oder so, kein Problem. Vielleicht können wir eine Tour ausmachen. Vielleicht kennt ihr Aurodactyl-Spawnpunkt. Ihr müsst nicht heimlich Fotos machen. Wenn ihr Bock habt, kommt's einfach. Ja, alles klar. Auf jeden Fall, jetzt gehen wir zu einem Pikachu. Auf jeden Fall viel interessanter als Bisasam. Das war's vom Massmann-Park und den Bisasams. Man kann dort vorbeischauen, wenn man noch ein paar braucht, aber am besten ist es halt, wenn man in der Nähe wohnt oder ist. Zum Beispiel wie unsere Freundin da, die an der FH ist. Von da aus kann man die immer sehen, glaube ich, bei Sightings. Da kann man immer vorbeischauen, aber jetzt dort extra hingehen, um zu farmen, ist eher nicht so. Aber
Weihnachtsevent wurde angekündigt, mehr Starter-Pokémon, dementsprechend auch mehr Bisasams. Vielleicht könnt ihr auch direkt Bisaflor fangen. Schauen wir mal, ist theoretisch ab heute, glaube ich. Ab heute Nachmittag, wegen Zeitverschiebung. Wir werden sehen. Bargisch braucht auch noch Bisasam. Ansonsten, wie ihr gehört habt, ihr braucht nicht heimlich Fotos von uns zu machen. Könnt uns ansprechen, dann spielen wir ein bisschen Pokémon zusammen. Ansonsten vergesst nicht zu liken, subscriben, kommentieren. Schaut unsere anderen Videos an, checkt unsere Facebook-Seite ab. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.